Und Konnichiwa und herzlich willkommen wieder zum Flavor-E-Mail Nummer 39. Ich bin der Captain und ich spiele Civilization 6 Rise and Fall. Ich befinde mich in Runde 96, 650 nach Christus, habe diesmal nichts erforscht und nichts an Ausrichtungen neu dazu bekommen, aber die nächsten sind ja fast fertig. Man sieht hier, da hat wahrscheinlich gerade mal nur ein Kolben oder so vielleicht gefehlt, um Astronomie abzuschließen. Gut, es ist wunderbares Wetter draußen, ideales Wetter, um quasi mit den Einheiten durch die Gegend zu ziehen. Und das werde ich dann auch gleich machen. So, aber zunächst mal zu den Ereignissen. Zunächst mal sehen wir hier, Mrs. Norris hat Laventa den Krieg erklärt. Jetzt gehen wir mal gerade zum Ortskern des Geschehen hin. Da ist Laventa. Und wenn ich richtig sehe, hat Laventa noch keinen Schaden bekommen. Ist aber auch nur 40 Stärke. Das heißt, so. Was ist denn das da? Ach so, unter dem Schrein verbirgt sich ein Musketier. Okay, und da oben kommt noch ein Musketier. Alles klar, vielleicht wird er dann auch mit Bombarden oder irgendwas kommen, um Laventa dann relativ schnell einzunehmen. Sollte für ihn, glaube ich, kein Problem sein. Ich werde da keine Einheiten hinschicken, soll er sich damit beschäftigen. Es wird noch ein paar Runden dauern. Irgendwann wird dann wahrscheinlich mein Glauben runtergehen, weil Laventa mir ja natürlich hier besonders viel Glauben schenkt. Ja, jedes Mal, wo habe ich es denn jetzt eigentlich? Plus 2 Glauben für jeden Schrein und für jeden Tempel noch zusätzlich. Ja, also nicht gerade prickelnd das Ergebnis, aber es wird hoffentlich sich ausgehen. Gut, was haben wir sonst? Ein Musketier darf befördert werden. Alles klar, hier mitten im Kriegsgeschehen, den kannte ich schon. Und ich habe Glauben gesammelt. Alles klar. Und nein, du ziehst bitte jetzt nicht durch die Gegend hier. So, fangen wir an. Produktion wählen. Gehen wir erstmal auf die wirtschaftliche Seite. In Sendai, ich habe da ja schon das Wunder gesetzt, Groß-Simbabwe braucht halt 19 Runden, ist halt verdammt teuer, aber das Plätzchen wollte ich einfach schon mal setzen. Vielleicht lässt sich auch der ein oder andere ein bisschen verirren damit, dass ich an so einem Großwunder da baue. Eigentlich werde ich jetzt aber doch ein bisschen die Stadt weiter bauen, denn die wird gleich 10 sein und dann kann ich wieder einen weiteren Bezirk setzen, nämlich, ja, warum sollte ich einen Hafen setzen können? Wohin soll der Hafen gesetzt werden? Nee, einen Campus zum Beispiel. Und ein Campus bietet sich auch gleich hier an dieser Stelle zum Beispiel an. 1, 2, 3 von den Bezirken und der würde dann auch nochmal ein Geld bekommen. Idealerweise, und deswegen ziehen wir jetzt diesen Handwerker schon mal dahin, dass er diesen Wald wegroden kann und bauen jetzt schon mal so weit vor, Wassermühle schon mal rein, damit es noch mal weiter wachsen kann und noch mal eins Produktion gibt, danach die Werkstatt. Die Werkstatt werden wir mit dem Wald hier verbessern und gleichzeitig hier, zack, nehmen wir mal das schon mal rein. So, und jetzt können wir nämlich den auf den umstellen und kriegen hier sogar noch ordentlich Glauben sogar mit. Ja, muss man einfach sagen. Nochmal ordentlich Glauben. So, was mache ich sonst noch? Shizuoka hat, glaube ich, einen Bürger bekommen. Ja, hier unten ist er. Der soll aber nicht da unten bleiben. Du kannst gerne hier oben auf den Wissen-Forschungsbereich gehen. Und bauen kannst du natürlich auch was. Und zwar das Monument. Da kriegen wir auch nochmal ein bisschen Kultur. Nicht, dass wir mit 119 Kultur nicht schon sau viel haben. Also immer wahrscheinlich schon wieder doppelt so viel wie der nächstplatzierte. Aber so geht's auch. So, mehr Kultur schadet nicht. Kommen wir schneller im Kulturbaum voran. Hier nochmal einmal ein Sägewerk hin. Gibt nochmal plus 1 Produktion. Unseren Siedler weiter bewegen. Du kommst erst nächste Runde. Nein, du kommst nicht nächste Runde. Doch, natürlich. Aber hier haben wir ein neues Feld gekriegt. Und das gibt uns auch nochmal plus 1 Glauben durch unsere wunderbare
Pantheon-Fertigkeit. Ja, das Pantheon gibt uns echt wahnsinnig viel Glauben. Plus 8 durch bewirtschaftete Geländefelder. Davon sind aber auch einige... Nee, bei dem hier nicht. 1. Bewirtschaftete Geländefelder. 2. Wo kommen die denn jetzt her? Heilige Städtebezirk 2. 4 durch Gebäude. Der Schrein. Plus 8 durch bewirtschaftete Geländefelder. Ach ja, hier. Da ist er noch. Da. 5. Okay, 6. 7. Und einer noch. Wo ist der nächste? Da. 8. Nee, der gehört nicht dazu. Da ist er. Ach, da sieht man nicht, weil der komische Kopf da immer drüber ist. Jetzt sieht man es besser. Okay, gut. Was noch? Produktion. Irgendwo muss noch produziert werden. Jawohl. Irgendwo. Hier, in Paris. Jawohl. In Paris muss produziert werden. Und ich habe hier überlegt, was mache ich denn jetzt genau? Mache ich Wassermühle, Kornspeicher, Stadtmauer? Ich habe mir gesagt, ich nehme doch die Stadtmauer. Denn die baue ich jetzt eine Runde an. Und dann wechsle ich nächste Runde nochmal hier den Nachlassverwalter, mache ich raus. Also die Berufsarmee mache ich raus. Setze nochmal die Karte ein, um 100% Stadtmauern zu machen. Und dann kann ich da und dort nämlich schnell Stadtmauern hochziehen noch. Ohne, dass ich großartig Probleme bekomme. Denn Stadtmauern sind essentiell lebenswichtig, wie ich immer wieder sehe. Und das werde ich dann auch gleich wieder hier beim nächsten zeigen. So, was wollte ich denn jetzt noch? Erstmal, nicht die... Religionseinheiten. Ja, gut, fangen wir mit den Religionseinheiten an. Dann aber gleich ganz im Westen. So, Missionar hier. Hat ja Ravenna letztes Mal gemacht. Kann jetzt im Prinzip zack, zack diese Stadt auch noch machen. Damit haben wir wieder eine. 1, 2, 3 Städte. So, machen wir weiter. Hier unten. Na, der Hauptstadt. So, wenn ich jetzt da draufklicken würde, würde ich 3 Bürger haben. Das würde ewig dauern, die Hauptstadt zu kriegen. Völlig falsch quasi der Weg. Deswegen, wir sehen hier mit unserem Speer, da ist ja noch eine Dreierstadt. Die kriegen wir doch viel schneller. Also rüber und noch 3 Felder. Zack, und dann sind wir direkt daneben. Sehr schön, dann können wir die beim nächsten Mal nehmen. Ja, dann kriegen wir hier nochmal ein paar Missionare. Der hier geht. Wo geht er jetzt hin? Ich glaube, wo habe ich den hingepackt? Jetzt muss ich echt überlegen. Habe ich den hier unten hingepackt oder habe ich den da hochgepackt? Jetzt muss ich echt überlegen. Ich meine, da oben gibt es höchst noch Preslav. Ich glaube, ich habe ihn hier unten hingepackt, genau. Damit er nämlich dann hier durchzieht, bis rüber zu diesem... zu dieser Stadt hier, ne? Da ist nämlich auch noch eine Stadt. Sieht man ja alles bei dem Loyalität. Hier, da, 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 da. Da sieht man überall, wo die Städte im Prinzip sind. Eine gute Spielhilfe, muss ich einfach sagen. Dann kannst du nämlich hier hin und dann kannst du nächste Runde hochziehen. Werden wir dann sehen. Gut, jede Menge englische Einheiten. Man sieht hier nebenbei, England hat Moskau eingenommen. Moskau ist hier aber nicht die Hauptstadt. Wo wolltest du hin? Du wolltest nach da unten. Genau. Und du wolltest auf dem Weg bleiben. Genau. Jetzt ziehen wir noch mit der Einheit nach. So. Mit der Einheit. Die kommt hier oben hin. Und wir kaufen noch eine Missionarseinheit hier dazu. Mehr kann ich mir momentan nicht leisten. Und damit haben wir die Missionarseinheiten hier im Westen. Nein, noch nicht ganz gezogen. Hier haben wir noch eine. 1, 2, 3. Zack. Und damit könnte sein, dass England sogar auch schon zu meinen Missionierten zählt. So, was haben wir hier noch? Ah, da ist ein Naturwunder. Zack, nochmal ein Punkt mehr. Und damit haben wir jetzt die gezogen. Gucken wir gerade mal auf die Religionskarte hier. Also 1, 2, 3 Städte da. Der ist schon angeschlagen. Der kommt nächste Runde. Der ist auch angeschlagen.
Der ist sowieso angeschlagen. Und ansonsten 1, 2, 3, 4, 5 Städte überzeugt. 1, 2, 3. Ne, 6 Städte überzeugt. 1, 2, 3, 4, 5 sind nicht. Ach, natürlich, weil Moskau dazu zählt, weil er sich eine Stadt von mir erobert hat, Stadt erobert hat, die hier entsprechend schon zum Shinto-Glauben zählt. Was haben wir noch? Rebellion in 4 Runden. Na, mal gucken. Das könnte deftig werden. Vielleicht verliert er sie nochmal. Also hier unten weitermachen. Die Hauptstadt muss auch noch überzeugt werden vom Shinto-Glauben. Gut, dann Glauben im Osten. Hier oben haben wir einen Missionar, den ich versuchen will, hier drüben durchzukommen. So, deswegen ziehe ich den hier hin, dann kann er hier rüber gehen. So, und du gehst dahin. Und, oh, das hätte ich vielleicht andersrum machen sollen, aber nee, das klappt auch. Genau, damit du dem folgen kannst. So. Dann Missionare hier im Süden, im Südosten. Wir haben einmal den, nee, wir haben einmal den hier. Den können wir bis dahin setzen. So. Und dann haben wir den hier, den setzen wir bis dahin und dann Pause für den. Dann können die hier rüber. Vielleicht kann man noch Nürnberg mitnehmen, dann macht er auch noch mal ein bisschen Druck irgendwo hin. Aber, naja, werden wir sehen. Was hat er hier? Einen Campus baut er. Was baut er da? Einen Campus. Was baut er da? Hanse? Handelszentrum? Naja, was baut er hier? Chichén Itzá. Okay. Hat sich dafür entschieden, ne? Ach, hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon genannt. Okay, so funktioniert das eigentlich gar nicht schlecht. Dann können wir uns mal um den Rest kümmern. So, der Kampf. Fangen wir bei Antioche an. Also wir kämpfen hier mal so ein bisschen in der Provinz. La 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 la. Mit unserem Armbrustschützen. Zack. Einmal einen weg und wir kriegen nochmal 2 Punkte. Weil Ettelfleder führt einen besonders beeindruckenden Sieg. Die Parade der Truppen an. Ah ja, okay. Also der hier, ne? Und was macht er noch? Da oben, der kann den auch mal eben 1 zu 1 weghauen. Zack, weg ist er, kriegt eine Beförderung. Wir ziehen den darüber. Die Stadtstaateneinheiten sind einfach total schwach hier. Antiocha. Also wenn ich wollte, könnte ich hier einfach alle möglichen Stadtstaaten hier erobern. Und dann hätte ich im Prinzip auch genügend Zeug. So, du kannst jetzt nochmal dahin gehen. Du gehst dahin, damit die ihr noch mal ein bisschen ausgebildet werdet hier. Dann werde ich halt vielleicht doch Antiochia erobern. Hab dann hier noch eine Stadt quasi hier oben drin. Und dann muss man mal überlegen. Also die haben zumindest schon mal einen Markt. Oder ein Handelszentrum. Ihr habt sogar einen Markt dabei. Und was ist mit euch hier? Baut ihr eigentlich irgendwann auch noch mal einen Distrikt? Einen Handelsdistrikt oder so? Warum baut ihr den nirgendwo? Gibt kein ordentliches Fleckchen für euch, ne? Na gut. Ja, was wollte ich noch? Einheiten bewegen. Jo, Nachschub. Nachschub im Süden. Erstmal. Plupp, ab zum Musketier verbessern. Und du darfst bis nach da oben und du darfst bis dahin. So. Und damit seid ihr durch hier unten. Kommen wir zum Hauptkampfgeschehen gegen Frankreich. So, und er hat jetzt den hier oben stehen lassen zum Heilen, was ein Fehler war. Und er hat hier unten seinen Ritter weggezogen. Fragt sich nur, wohin hat er den denn gezogen? Also ziehen wir den Missionar mal vor, weil der ist ideal auch zum Spionieren, ne? Immer schön den Missionar mal kurz vorziehen. Kann man mal sehen, wo die Einheiten sind. Man sieht zum Beispiel hinter dem, dass jetzt hier keinerlei Einheiten sind, die einen irgendwie in der Bewegung behindern könnten. Und so ist es jetzt für mich. Ah ja, hier sind die Schwertkämpfer.
Die sind natürlich in dem Gelände sehr stark, im hügeligen Gelände, aber im nicht hügeligen dann wieder nicht so stark. Haben natürlich noch Oligarchie und dementsprechend sind die auch auf 65. So. Ich ziehe aber den Musketier trotzdem jetzt mal dahin. So. Der ist ein idealer Blocker und er wird wahrscheinlich den Musketier nicht angreifen, weil der Musketier einfach eine zu schwere Einheit ist, um die zu kriegen. Die Frage ist, was mache ich jetzt noch sonst? Was mache ich jetzt sonst noch? Zunächst mal hatte ich vor. Muss ich gucken. Jetzt muss ich echt gucken. Ich glaube, den hier. Da, genau. Ich hatte, glaube ich, vor, den. So. Weil ich hatte vor, mit dem den anzugreifen. Jetzt habe ich aber gesehen, der Ritter ist hier drüben. Genau. Jetzt muss ich sehen, dass ich den Ritter auch so weit isoliere. Hier, dieser dumme General darf da nicht großartig wirken. Klar kann er den General hin und her verschieben, aber da muss er den General auch noch irgendwo hier entlang des Flusses verschieben. Gut. Er darf da auf jeden Fall nicht so wirken. So, jetzt ist die Frage. Ich nehme den Armbrustschützen, ziehe den nach vorne. Habe ich meinen Generalseinfluss noch? Ja. Und hau hier mit einem Schlag diesen Reiter weg. Und das klappt natürlich nicht. Ja. Also muss der nachziehen und nicht der machen. Und dann haut der den weg jetzt. So. Gut, wie ziehe ich denn jetzt die anderen Einheiten? Der hier hat ein kleines bisschen mehr Kampfkraft als der andere. Deswegen kommst du hier nach vorne. Dahin. Du gehst dahin, damit der nicht vorrücken kann, sondern dann muss der Reiter, damit der da vorne das alleine machen muss. Du gehst auf diese Position. So, ordentlich Unterstützungstruppen von hinten. Und jetzt können wir noch hier einmal den hier vorziehen. Gibt halt nur zwei. Den hier 1-2. Und wir können ihn sogar noch gegen Fernkampfangriffe etwas mehr immunisieren. Und jetzt noch die Bombarde nachziehen. So. Ja, scheiße. Hätte vielleicht anders gemusst. Hätte die Bombarde dahin gemusst. Dann hätte ich sie nächste Runde nämlich schon mit 1-2. Hätte ich nämlich schon angreifen können. Aber gut, so kann ich die Verteidigungsfähigkeit der Bombarde jetzt noch stärken und muss das nicht nächste Runde machen. Dann kann ich nächste Runde, gut, eine Runde später angreifen. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Ja, und alles staut sich quasi, ne? Und jetzt die Frage, Timur ist der General für die Renaissance-Einheiten. Also musst du auf einen Platz, nämlich auf den, damit der noch profitiert. Damit der Musketier hier auch wirklich vollen Schaden machen kann. So. Der hätte jetzt 60, würde aber immer noch bei der Stadt eine Niederlage machen. Bei den Schwertkämpfern hier, die kann ich auch nicht angreifen. Wäre ja zwar ein Sieg, aber auch nur knapp, ne? Hier wäre schon besser, ne? Weil der nicht so viele Unterstützung bekommt. Ja, so ist es. Also es sieht schon sehr übel aus. Aber wir kommen voran. Die Einheiten, die hier sind, die kriegen wir weg. Und dann werden wir Reims einsehen. Und vor allen Dingen werde ich jetzt mal überlegen. Jetzt gehe ich nochmal hier auf das. So. Und dann wirklich mal gucken, ob er es macht, weil er diesen Missionar hier kriegen will, dass er die alle Truppen auf ihn draufhetzt, um den runterzukriegen. Ich meine, den kann ich ja dann gleich ersetzen durch den. 1, 2, 3. Mal gucken, ob er das macht oder ob er was anderes angreift. Wir werden es ja dann sehen. Habe ich jetzt noch irgendwas anderes vergessen? Ich glaube, irgendwo habe ich noch Einheiten vergessen. Oder? Nee, ich glaube nicht. Nein, nicht auf den Glaubenbildschirm immer gehen. So. So. Nö, ich habe sonst, glaube ich, nichts vergessen. Das war im Prinzip dann die Runde.
Und wir sehen uns dann in Runde 97. Halt, warum höre ich denn auf? Ich muss dann noch auf die Punkte gucken und auf den Rest. Ich wollte noch was anderes machen. Zeitalterfortschritt. Genau. Ich habe ja inzwischen schon sensationelle 137 Zeitalterpunkte. Und es sind noch 10 Runden. Jetzt gucken wir mal gerade, was die anderen so an Punkte haben. Ich meine, Punkteübersicht ist klar, ich habe deutlichen Vorsprung. Mrs. Norris hat hier mit 257 Reichspunkten immerhin genauso viele Reichspunkte. Nighty hat noch eine Stadt dazu bekommen, ist jetzt besser geworden. Aber jetzt schauen wir doch mal bei den Zeitalterpunkten. Mrs. Norris fehlen mindestens noch 2 Zeitalterpunkte, um in ein normales Zeitalter zu kommen. Nighty fehlen auch noch einige Zeitalterpunkte, um in ein normales zu kommen. Lancelot fehlen auch noch weniger als eine Handvoll. Ich habe jetzt die Liste gerade nicht mehr direkt bei mir. Rana könnte mit ein paar Punkten mehr auch in ein normales kommen, aber da braucht sie noch ein paar. Sam bleibt definitiv in einem dunklen Zeitalter oder geht definitiv in ein dunkles Zeitalter. Und Sloka, der wird wahrscheinlich auch im dunklen Zeitalter bleiben. Wir haben alle aber noch nicht mal ansatzweise genügend Punkte, um in ein goldenes vorzukommen. Auch ein interessanter Punkt hier. Und jetzt gehen wir nochmal die Siegbildschirme durch. Ja, jetzt habe ich 4 Leute hier bekehrt. Und Wissenschaft 123 beim Chinesen, zu 113 bei mir, zu 96 beim Engländer, zu 58 beim Deutschen. Und jetzt Kultur. Boah, boah, boah. Hier, ach, oh. 71 schon. Okay, der ist doch 67. Gut, die kommen doch. Alles klar. Militär 930 zu 909 zu 700 zu 600. Ja, kommt langsam. Und hier, puh, der Balken füllt sich. Religionssieg ist in greifbarer Nähe. Muss ich einfach dazu sagen. Und dann, ansonsten Herrschaft, habe ich sogar auch eine Hauptstadt eingenommen. Ja. Ja, das ist dann im Prinzip nochmal die Schnellzusammenfassung und ja, wir sehen uns dann in Runde 97, wenn es weitergeht, hier mit dem Captain. Sayonara!